Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Märchenfreundinnen und Freunde, als Vorstandsvorsitzende von Morgen begrüße ich Sie euch herzlich zu unserem mittlerweile 8. interkulturellen Märchenfest in der Münchner Stadtbibliothek. Aufgrund der Covid-Pandemie können wir diesmal leider nicht alle live in schönen Räumlichkeiten der Stadtbibliothek am Gasteig zusammenkommen. Gleichzeitig können wir mit der Mediaschool Bayern einen neuen Partner dazu gewinnen, der uns ermöglicht, die diesjährigen Märchenbeiträge per Videos für Sie und für euch zu präsentieren. Auf diese Weise können wir trotz Pandemie dieses Jahr Märchen und Geschichten in 20 verschiedenen Sprachen präsentieren. Und Sie und Ihre können Märchen auf dem Bildschirm der Münchner Stadtbibliothek am Gasteig und über die Facebook, YouTube von Morgen der Münchner Stadtbibliothek zu Hause in eigenem Wohnzimmer erleben. Trotz Pandemie unsere Tradition des interkulturellen Märchenfests weiter. Wir zeigen mit euch, wir lassen uns nicht unterkriegen. Mehrsprachigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Vielfalt ist das auch in 2020 wichtig, auch wenn wir Austausch und Begegnung gerade auf ein Minimum beschränkt werden müssen. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere wunderbaren Partner Münchner Stadtbibliothek und Mediaschool Bayern. An unsere Förderer Kulturreferat und Migrationsbeirat sowie Stelle für interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt München. Nicht zuletzt an alle Personen und Gruppen in dieses Jahr wunderbare Programm auf die Beine gestellt haben. Sie haben eine ganz besondere Leistung vollbracht, denn ein digitales Märchenfest ist etwas ganz anderes als die Live-Version, die mitwirken haben, auf dieses Programm eingelassen, neue Abläufe kennengelernt und mit den vorhandenen Rahmenbedingungen inspiriert, wird jemand in Quarantäne müsste oder aus Sorge um die Gesundheit nicht mitmachen wollte. Vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr dieses tolle Programm entgegen alle Schwierigkeiten entwickelt habt und uns hier nun präsentiert. Schließlich möchte ich mich auch noch persönlich bedanken bei Juliette Bettencourt und Margret Lindner, die das ganze Programm federführend koordiniert haben, sowie bei Florian Böhm und Markus Hensel für die wunderbare Zusammenarbeit. Seitens des Mediaschool Bayern, was macht unser Märchenfest so besonders? Warum organisieren wir dieses große Event jedes Jahr? Dazu noch ein paar Worte zu Morgen, für alle, die unseren Dachverband noch nicht kennen. Morgen ist der Dachverband der Migrantenorganisationen in München, um Teilhabe und gesellschaftliche Engagement von Menschen mit Einwanderungsgeschichten, Fluchtgeschichten zu stärken, zu fördern. Unterstützen unsere Mitglieder Veranstaltungen, Beratungen, Informationen, Netzwerk zu dem Thema auch, finanzielle Förderung sowie Räumlichkeiten. Ein großes gemeinsames Anliegen vieler unserer Mitglieder ist die Förderung der Muttersprache und der vielen unterschiedlichen Sprachen, die in München gesprochen werden. Das soll unter anderem auch jährliche Märchenfest erreicht werden. Denn hier steht die Mehrsprachigkeit im Zentrum. Zudem sind Märchen und Geschichten etwas Wunderbares und Schätze, volles Fantasie und Erfahrungen, die uns fremde Welten entführen und zu verzaubern können. Sie sind aber vor allem wunderbar, wenn wir sie miteinander teilen können, wenn wir sie uns gegenseitig erzählen, vorlesen und miteinander erleben können. Darum haben wir auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames Märchenprogramm mit vielen aktiven Personen und Gruppen zusammengestellt. Mit Menschen, die alle ihre Geschichten mitbringen und im Rahmen unseres diesjährigen Märchenfestes mit Ihnen, mit euch teilen. Gerade in Zeiten der Pandemie
wo viele Menschen von der sozialen Ausgrenzung bedroht sind, unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden, unsicher, wie es weitergeht. Gerade in solchen Zeiten brauchen wir Gemeinsamkeit. Wir brauchen positive Signale. Wir brauchen die viel sichtbare Vielfalt. Wir brauchen Theater, Musik, Vorlesen, Austausch. Wir brauchen Spaß und Inspiration. Vor allem brauchen wir Zeiten, dass es weitergeht, dass wir Krise schaffen werden, dass wir gegenseitig dabei unterstützen, Fantasie mit Mut, mit Kreativität, ein bisschen wie Märchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen euch nun viel Freude und gute Unterhaltung mit unserem diesjährigen Märchenprogramm. Ich bin selbst schon ganz gespannt auf die vielen tollen Videos, die wir im Laufe des Dezember erleben dürfen.